Und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Ghost Raccoon Wildlands. Ja, wir sind gestorben und wir sind hier im Himmel. Nein, Spahn. Wir sind jetzt irgendwie hier oben geploppt. Was, aus welchem Grund auch immer. Ja, hier die Leutnants und so weiter. Ja. Weiß nicht, ob wir das nochmal abholen. Aber wir werden jetzt hier so eine Schlaufe machen. Also wir werden hier zuerst diesen Leutnant da abholen. Dann werden wir hier das gelbe Paket abholen. Und dann hier die Runde machen. Und dann wieder zurück zum Helikopter. So ist der Plan. Und so wird's gemacht. Ich bin der Boss. I'm the boss. Ich weiß halt nicht, ob hier irgendjemand ist, aber momentan sieht es eigentlich nicht danach aus. Na komm. So. Wir gehen mal hier entlang, so nicht so ganz auffällig. Da drüben sind Unidad-Soldaten. Irgendwo hier müssen wir Informationen finden können. Ja, ich hab's ja schon markiert. Nur die Ruhe, nur die Ruhe. Praktisch, dass er... netter Hintern. Hola, amigo. Haben Sie was über das Kartell gehört? Wo die sich rumtreiben oder so? Gracias. Viel Glück. Wow. Der hat viel gesagt. Gut, ja. Jetzt gehen wir da weiter. So. Entschuldigung, Entschuldigung. Entschuldigung, ist meine Schuld. Ich bin ein bisschen betrunken. Ich glaube, da unten haben wir wieder ein bisschen Party. Party. Also. Hier irgendwo ist einer. Nee. Haltet die Waffen unten. Die Menschen sind nervös genug. Nee. Aufpassen, wir haben Gesellschaft. Zwei Sicarios. Direkt am Reifenstapel. Schrei doch nicht so. Und das war's, oder? Das war's. Alle okay? Na, also ich schon. So. Ja. Das ist gut. Also, ich find's gut, dass er mich gesehen hat, weil ist ja realistisch, ne? Dann hacken wir das mal. Wir wissen, wo das Kartell Casino ist. Verwüsten wir den Laden und schauen, wie lange Carcita sich fernhalten kann. Oh Mann. Okay, das Casino ist hier oben, oder? Wahrscheinlich. Gut, dann holen wir uns noch die Waffe. Das ist SR bla bla bla. Die ist auch nicht ganz schlecht. So. Schalldämpfer mit Automatik, gut. So. Dann schauen wir mal, ob bei dem Waffending was ist. Oder beziehungsweise wer ist. So. Feindaktivität. Wir haben ein Sicario mit MP. Drüben bei der Sandsackstellung. Sandsack. Gut, dann scotte ich hier mal. Nein.
Hier ist niemand. Da oben sind die. Aha. Hab noch einen Tango. Das ist ein bisschen besoffen, hä? Ich bin eine Fliege. So, hier drin müssen aber noch welche sein. Das macht fünf. Hier muss noch irgendjemand sein. Bereit für Casitas Helfer? Ah, hier. Haltet das Chaos gering, aber stellt sicher, dass er tot ist. Da ist noch einer. Macht 10. Ui. Feind gesichtet. Ein Scharfschütze. Naja, so Scharfschütze ist er eigentlich. Also hier oben wäre ein guter Scharfschütze. 1, 2. Tango markiert. Er steht sehr nah bei Zivilisten. Da unten noch. Ja. Ich habe ein Ziel mit Maschinenpistolen. Zwar. Gut, also, wir haben wieder ein bisschen Action. Ja, die unten sind eigentlich gerade uninteressant. Der blinkt immer noch, wahrscheinlich weil er unseren Vogel gesehen hat. Da in dem Haus, also auf der Karte ganz hinten, ist noch einer drin. Den haben wir nicht gefunden. Okay. Hier kommen wir, glaube ich, nicht hoch. Das ist ein bisschen blöd. Mit PH. Na. Aber hier kommen wir hoch. Ja, eigentlich muss ich die nicht töten. Die muss ich nicht töten. So, uiuiui. Aber von hier reinzugehen ist schon relativ dämlich. Wo gehe ich am besten hin? Oder wie gehe ich am besten rein? Also, da ist einer, aber wenn ich den ausschalte... Nein, echt jetzt? Ihr Leutnant rennt weg! Scheiße. Ja. Den können wir irgendwann abholen. Ja, das hat gut funktioniert. Wie wurde die Leiche gefunden? Da oben ist doch keine. Oh, das ist dämlich. Das ist jetzt ärgerlich. Der hat es überlebt? Nee, der andere. Fuck, greife an! Oh, die haben unten... Wir haben Verluste! Scheiße, da oben. Wo? Ah, und Unidad auch noch. Okay, ich hab's sehr krass versaut. Deckung suchen! Deckung suchen. Okay, ich such mal Deckung. Ah, shoot.
Ich komme. So eine Scheiße. Shit. Auf den Boden, Hubschrauber. Ja, das bringt ja nichts, auf den Boden zu gehen, wenn ihr auf die schießt. Wir haben Verluste. Heli, in den Staub. Verluste, reißt euch zusammen. Wir haben Verluste. Wir haben verdammt nochmal Verluste. Ach so. Ja, ist ja gut. Schade. Granate fliegt. Nehmt das. Ah, schon wieder. Hubschrauber, auf den Boden. Ah, da geht's nicht rein. Verdammt. Granate fliegt. Auf den Boden, Hubschrauber. Ja, die Unidad ist halt eine richtig coole Truppe, ne? Also, voll gefailt. Aber das war auch doof. Also, wer hat die Leiche denn gefunden? Also die einzige Möglichkeit ist eigentlich, dass... Ich habe keine Ahnung. Wo sind wir jetzt? Am ganz anderen Arsch der Welt. Wieso spawnt man eigentlich immer so random? Oder wir nehmen das Boot und fahren nach da. Nehmen wir doch mal das Boot. So. Okay, mit der Hauptquest werden wir auf jeden Fall noch nicht weitermachen, weil hier gibt es ja so viel noch zu tun. So. Uiuiui. Los geht's. Der wollte mal schwimmen gehen, ne? Die Fahrt kann losgehen. Na gut, dann nehme ich dich mit. Verdammt, der kommt trotzdem. So. Also da vorne stehen zwei, aber ich glaube, das sind Rebellen. Ja, das sind alles Rebellen. Was gut ist, ist, dass die einen Helikopter hier stehen haben. Wir haben denen ja ein Boot gebracht. Also die haben zwar auch ein Boot selber, aber ja. Ich sehe eine Waffenkiste. Oh, kann ich gebrauchen. So, Schulterschütze für Maschinenpistolenschaft. Dann schauen wir mal kurz. Teile. Nee, der hat nichts bekommen. Ja, Präzisionen für die brauche ich eigentlich nicht, das stimmt. Das stimmt. Teile. Oh, ich will neue Zieloptik für die halbautomatisch. Erweitert geht's auch nicht. Lauf. Langer Lauf.
Reichweite, Schaden. Mündung, Schalldämpfer. Ja, nee, das passt alles. So. Hoffentlich werden die Rebellen nicht irgendwann mal sauer. Weil wir die ganzen Bonusorden. Kein Schmerz. Weil wir die ganzen Helikopter klauen. Das ist nix, oder? Nee, wahrscheinlich. So, nächster Versuch. Ah, da ist wieder Unigard. Oben. So, dann schauen wir mal. Da ist einer mit Maschinenpistolen. Oh, das sind vier. Das heißt, Simultanschuss. Hier ist Ziel Nummer 5. Markiere Gegner. Er steht da mit Einheimischen. Okay. Ah, oh, schöner Simultanschuss. Bleib zurück, der Tango könnte dich sehen. Ja, der hat mich gesehen. Geh in Position, Moment. Such eine gute Schusslinie. Ziele fast. Ich sehe das. Bin Ziel. Bereit für den Angriff. Schaffe ich ihn so? Ich sehe ihn halt nicht. Entschuldigung. Ja, ich sehe ihn nicht. Öffne das Feuer. Umgelegt. Gut. Okay, aufatmen. Okay. Gut, ja. Aufpassen, viele Santa Blanca Leute. Santa Blanca. Die totalen Santa Blanca. Auf dem Bett. Dokument, dann. Gut, eine Check der Barbechos Bank, unterschrieben von Javier Carcita, Waldo, bla bla. An eine respektable New Yorker Anwaltskanzlei. Höchstwahrscheinlich Bestechungsgelder, um den Bau des Resorts und Casinos in Agua Verde zu sichern. Ist ein kleines Bestechungsgeld. 3 Millionen, Alter. Gut. Dann werden wir mal die Einheimischen da befreien. Upsi. So. Sei frei. So. Diese Seite ist sauber. MK. Ja, MKs sind eigentlich auch immer geil. Gut, dann schauen wir mal. Hier ist noch ein Ausrufezeichen. Das ist dann das nächste, was wir uns holen. Willst du den Ort nach Informationen absuchen? Nee. Ich tue nur so. Hi. So, was ist da? Ja. Ja, komm.
Wer will dem Kartell eins auswischen und ein Versorgungsheli für die Rebellen kapern? Ich nicht. Dadurch gewinnen wir doppelt. Wir setzen eine Markierung, damit die Rebellen den Nachschub holen. Okay. So, das nächste ist jetzt nochmal die Waffe. Aber von der anderen Seite mal schauen, ob das jetzt was bringt. So. Wir haben Gegner in der Nähe. Ja, ich weiß. Wir sind hier vorhin schon gestorben. Schon vergessen? So, dann nochmal Aufklärung. Warte, hier ist... Da sind zwei. Eins, zwei, drei. Eins, zwei. Da sind drei auf der Straße. Eins, zwei. Okay, jetzt der ist im Gebäude drin jetzt. Hier zwei unten. Da will ich eigentlich nur wissen, ob die... Ob die sich bewegt haben. Da ist noch einer. Da ist einer. Ich sehe einen Scharfschützen. Ja eben, woher haben... wie haben sie den Scharfschützen gesehen? Das macht irgendwie nicht sehr viel Sinn. Sei denn, da drin ist noch einer. Ha, komisch. Da ist auf jeden Fall einer drin. Okay, das, jetzt nicht mehr. Ich zähle 15. Easy. 15, easy, easy. Gut. Nee, den Scharfschützen werden wir jetzt erstmal nicht töten. Ja, ja, ich tue dir nichts. So. Da sind zwei auf dem Gehweg. Vorsicht, Sicario mit einer Maschinenpistole beim Geschütz. Okay, ich warte, bis der da wieder hier ist. Und dann, ja, wir machen das die nächste Folge. Danke fürs Zuschauen. Ich hoffe, nächste Folge werden wir nicht sterben. Grüßt mir den Versager in der nächsten Runde. Und ja, bis dann. Macht's gut. Bye, bye.